Hey und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Overwatch, immer noch mit meinem Bro. Immer noch. Ja, wir gehen jetzt nochmal in die Schnellsuche, testen nochmal drei weitere Leute. Und ich glaube, wir werden dann in Ruhe dann uns mal einen Stream vornehmen und dann ein bisschen spielen, weil nur durch Spielen wird man ja besser. Und vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie ein bisschen bessere Runden oder so. Mal gucken. Yeah, ein Match gefunden. Blizzard World. Ja. Dann nimm mal den Bogen, Mann. Also, im Defensiv. Ja, jetzt ist schon vergeben. Ey. Du Arschgeige, ich will das spielen jetzt. Gibt's ja noch so. Nehmen wir Reaper. Probieren wir mal den geilen Typen da aus. Okay, beim nächsten Mal weiß ich dann, wo der Typ zu finden ist. Ah, kommt noch. Der Tod ist unter euch. So. Ich mag den Typen. Der Tod ist unter euch. So, was kann der? Rotflinte. Unsichtbar machen und so, dass er keinen Schaden bekommt. Nicht unsichtbar. So eine Nur Schattenform. Schatten, Schattenform, ja, ich wollte gerade sagen. Und mit deiner E kannst du dich teleportieren. Kannst dich ja mal hinstellen. Leute, man hat eine E. Aus dem Schatten Sehr geil. Genau, da kannst du ziemlich weit oder auch mal hinter die Gegner mit. Alles so ein bisschen versteckt. Und deine Ulti ist ein Beyblade. Ulti? Ihr habt noch nicht mal eine Ulti. Ist. Was denn? Kommst du? Das Match geht in 10 Sekunden los. Oh. Der blaue Faden zeigt dir übrigens, wo es hingeht. Ah. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Mein Killer manifestiert. Ich hab jemanden getötet! Oh, nennt mich den Zerstörer hier, ey. Hast du nicht? Nicht? Schade. Ah, ja. Aber da steht doch eliminiert so und so. Ja, nein, dann war das aber kein Solo-Kill. Das ist ja langweilig. Wurde geheilt, ich wurde geheilt. Ja, übrigens, du heilst dich mit deiner Schrotflinte auch selber. Okay. Also wenn du mit der Schrotflinte, du bist quasi ein Tankkiller. Der schmeißt seine Waffen einfach weg, der geile Dude. Ich kann ja hinter dem Schild auch bleiben, ne? Was? Ja. Schmeißt ihre Waffen weg, ja, ist ja echt Premium. Also ich schieß einfach nur mit links drauf, ja? Ja. Okay. Und Nahkampf halt, weil du Reaper bist. Wir haben es gleichzeitig gedrückt. Ist doch super. So betäubt er mich. Boah, ich mag den. Ich mag Reaper. Nice, ey. Wie weit ist deine Kuh? Wo steht das denn? Unten in der Mitte. Hast du eine Prozentanzeige? 97. Genau, wenn die voll ist, ne? Musst du bei möglichst vielen Gegnern, die du kriegst, die Kuh drücken. Also eben wurde die ganze ist voll. Leute. Genau, wenn die Leute wieder in so einen Raum gehen, ne? Gehst du mit rein, mit deiner Linksumschalt rein, ne? Bis du drin bist und dann drückst du einfach die Ulti und dann explodiert das ganze Universum. Du machst dann den Totentanz. Dann bist du Beyblade. Okay. Wenn hier mal welche kommen würden. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich will es aber auch nicht verschwenden eigentlich. Ja, alles gut, alles gut. Hör, was passiert denn jetzt? Ich habe Q gedrückt.
Echt? Aber irgendwie... Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Ich weiß es nicht. Ich sehe dich nicht. Ja, ich auch nicht. Ah, du bist irgendwo da hinten. Ah, du bist im Raum. Hier. Geh auf den rechten. Ja, ich drücke Q, aber hier passiert nichts. Du hast... Wie viel Prozent steht da unten? 100 stand da eben. Also da war dieses Symbol zum Q drücken. Dann habe ich Q gedrückt. Ja, und dann müsstest du rausgesucht haben und dich so Beyblade-mäßig gedreht haben. Nein, das war eben nicht so. Deine Ulti hast du? Ja. Hast du die auch auf Q? Ja. Sicher? Ja. Drückst du auf Q und nicht 1? Jetzt geht das. Genau, das war gerade sinnlos. Ich wollte es ja mal ausprobiert haben, ob das überhaupt funktioniert hier mit meiner Tastatur. Ah, den mag ich, den Typen hier. Ja, er ist auch cool. Er macht auch mega Spaß. Man fällt wenigstens nicht gleich um. Ja, Genji, jetzt gehe ich dir auf den Sack. Deine Krebsgeburt. Ja, Moira ist ein fairer Held. Ich bin tot. Oh Mann. Ich mag es einfach nur links klicken, ey, und rein. Ja, wie gesagt, im Endeffekt, eine gängige Taktik, die Reaper benutzt, ne, ist sich mit einer E auf eine hohe Ebene begeben, ne, wo du erhöht stehst, und dann mit der Q quasi, also du springst runter und drückst sofort die Q, weil die Q ist ein Ball, wo sie Schaden macht. Die macht auch nach oben hinweg Schaden. Okay. Also. Ja, ein bisschen Übung macht es. Braucht es auf jeden Fall. Was ich aber mal machen kann. Mal Ender nehmen. Dann machen wir mal Combo-Action-Taktik. Okay. Ja. Wo sind die denn? Da. Oben, im Himmel. Ja, da hast du gerade gebeybladet. Aber ich bin doch... Warum? Ja, weil er dich getötet hat. Aber ich bin mit meiner Kuh rein. Ja, aber er hat dich getötet. Was für ein Hurensohn. So ein Ding, die Kuh muss so ein Überraschungsmoment sein. Ich gehe gleich persönlich ins Spiel und reiß ihm die Haut ab, diesem kleinen Stück Dreckding, ey. Wie gesagt, du fokussierst dich auf die Tanks, ne? Das wäre Rotop, Reinhardt, jetzt in dem Gegnerteam. Die beiden, die greifst du an. Die willst du töten, weil an dem machst du eh unendlich viel Schaden. An dem oben, der da oben war. Ich greife gerade einfach irgendwas an. Ja, im Endeffekt alles, was wie vor die Flinte kommt. Aber wenn man so eine Teamfight-Situation hat, suchst du dir den, der dick ist. Da treffen die alle Kugeln, die du hast. Oh Gott. Reaper ist mein Ding, ey. Den mag ich. Ja, wenn man damit auch ein bisschen Übung kriegt, dann wird das auch geiler. Wenn von hinten nicht gerade so ein Arschwichser mit seinem Hammer kommt. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, schon irgendwie mehr mit dem sinnvoll gewesen zu sein, als mit allen anderen.
Warum? Verlängerung! Für die Gegner. Wir müssen verteidigen. Es ist gut für uns, wenn jetzt Verlängerung ist, weil jetzt müssen die hier bleiben. Heißt, wenn wir jetzt quasi alle töten, haben wir das geschafft. Haben wir jetzt alle getötet? Oh mein Gott, wir haben gewonnen! Oh. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel Ella gespielt, das ist ein Held, die kann mit ihrer Ulti Nano boosten. Oh, lol. Ich. Pass auf, jetzt hier richtig, richtig sicke Plays. Da. Moira, basically. So, und jetzt guck, wie richtig fair das jetzt ist. Hier. Er konnte halt gar nichts machen. Okay. Ja, das Moira ist auch viel zu stark. Dieser Schadensschrei, den sie hat, der müsste so funktionieren wie die Ulti, dass du richtig treffen musst. Jetzt möchte ich mal diesen Bogenfritzen da spielen. Mhm. Hanzo. Ja, aber wenn du dir jetzt, ich sag mal, Reaper rausnimmst als Helden, dass du den erstmal ein bisschen übst, kannst. Ja, den mag ich. Volskaya Industries. Nee, nein, stopp! Der da ist das. Jetzt machen wir Angriff. Jetzt müssen wir wieder einen Punkt angreifen. Okay. Zwei Punkte, um genau zu sein. So, und jetzt mache ich auch mal Schrotflinten, Heini. Interessant. Ja, aber wir haben eine ganz okay Zusammenstellung für Angriff. Und dann gucken alle so, Alter, die ist Level 3, was macht die hier? Jeder Tod. Hatti, guck mal. Ehre bedeutet Erlösung. Was mache ich mit Rechtsklick? Gar nichts. LOL, was ist das? Was denn? Was willst du wissen? Ja, das ist Sturm. Ja, das ist Sturmfall. Da tust du jetzt mit so richtig schnell 6 Pfeile abschießen. Okay. Wenn du springst und dann nochmal springst, machst du einen Dash. Den kannst du, genau. Wenn du dabei Pfeiltaste nach hinten machst beim Dash, springst du nach hinten. Deine Linksumschalt ist so ein Sichtpfeil. Der tut dann in so einem Radius anzeigen, ob da Gegner sind. Ja? Scheiße. Ich frage mich, wie ist meiner. Drück mal eh. Jetzt schieß mal auf mich. Wo bist du denn? Ja, hier, schieß los. Schneller, drück Linksklick. Das ist ein Schnellfeuer-Taktik. Du kannst links so. Gedrückt halten auch. Okay. Sechs sehr schnell Schüsse abfeuern. Ist der so nahkampfmäßig auch, der hier, den ich hab? Der ist Fernkampf. Da willst du wirklich hinten stehen und. Weil der andere stand auch mittendrin. Ja, im Endeffekt, Tati? Was denn? Bleib mal kurz stehen. Wo bist du? Geh mal auf die Wand zu und halt deine Leertaste gedrückt. Ja, du kannst Wände erklimmen. Ja, geil. Hat der natürlich ein Schild an, dieser Penner, ey. Ach ja, ich kann ja Sachen hochklettern. Ich war schon ein bisschen irritiert. Ja, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ne? An einige Helden. An einige Funktionsweisen trifft's eher. Weil man kann da rein, das ist ja cool. Nicht deren Ernst, jetzt bin ich da reingesprungen. Lass uns raschen.
Ja, das war vergebens gerade. Ich mich hier mit heilen eigentlich? Ja, kann ich. Du dich selber nicht. Nein, aber da war so ein Health Pack oder genau, sowas. Genau. Daran kann man sich heilen. Die kann der Held Sombra auch hacken, dass sie sich schneller regenerieren. Dadurch kriegt sie übrigens auch Ult Charge. Was war das denn? Heilung gebrauchen. Danke, Chicos, danke schön. Ich fühle mich schon nicht mehr ganz so aufgeschmissen in diesem Spiel hier. Ja, mein Zielpunkt eingenommen, oder? Ja, genau. Eins von zwei. Der nächste kommt da hinten. Bleibt der jetzt auch für uns? Ja, der bleibt für uns. Jetzt ist Zielpunkt B das nächste. Da müssen wir jetzt hin. Kann ich da durchschießen? Das war's jetzt, glaube ich. Das Ding haben wir gerade gewonnen. Echt? Keine Ahnung. Oh, ich mag den Bogenschieß-Heini. Der ist cool. Cool. Oh, ist das schön. Nice. Highlight des Spiels. Boots. Reaper. Hat auf jeden Fall schon mehr Spaß als andere Ego-Shooter. Also man merkt, dass es ein Fun-Shooter so ist, wie du sagtest. Mhm. Ja, ich finde das auch gerade mit den Fähigkeiten. Ey, du hast eine Karte bekommen. Was heißt das? Nichts, was du irgendwas voll Tolles gemacht hast. Ich finde mich beeindruckt. Ich habe erstmal einen Haken gegeben. So. Erstmal. Ja, der Bogenheim ist ein bisschen schwieriger zu spielen. Ich fand den jetzt eigentlich gar nicht so schwierig zu spielen, ehrlich gesagt. Aber ich muss jetzt ja nochmal einen anderen testen. Das war jetzt gerade der zweite, ne? Ich komme gar nicht mit dem Zählen. Ja, das war der zweite. Okay. Jetzt haben wir dieselbe Map, nur andersherum. Jetzt müssen wir verteidigen. Jetzt müssen wir uns da hinstellen und da sein. Okay. Ich spiel mal Genji. Oh, das ist übrigens mit einer der schwersten Helden im Spiel. Kein Problem, ich kann den. Das ist alles easy. Okay. Ich zerlege jetzt alles. Okay, du musst. Was macht der denn so? Dir das jetzt zu erklären, würde zu lange dauern. Also er hat einen Doppelsprung, mit Linksumschalt so einen Schwertschwungschlag, wo du dich nach vorne dasht, der sich auch bei einem Kill resettet. Du hast mit links, genau, das ist ein Deflecten. Also mit links block ich, mit E. Ja, damit blockst du aber auch nur Projektile, das heißt meine Schüsse würden wieder zurückfliegen zu mir. Hast du vorhin deine Ultimate benutzt mit Hanzo, mit den Bogenschützen? Ja. Gut, die kann auch reflekten. Wenn du das rechtzeitig machst. Komm, wir müssen in die Verteidigung. Wir müssen dahin, wo wir verteidigen müssen. Aber Tati? Hm? Guck mich mal an. Fällt dir was auf? Wird gemacht. Alles klar. Okay. Okay,
Okay, von wo kommen die denn jetzt? Von dem roten Pfeil hier, denke ich mal. Genau, ja. genau. Das ist deren Weg, die sie laufen müssen. Ich bin ja jetzt offensiv, ne? Das heißt, ich gehe rein, oder? Also gerade bei Genji ist das so schwer, den gut zu spielen, glaub mir. So, im Endeffekt machst du ein Ding komplett alleine. Und musst immer auf 200 Leben bleiben. Ist kein Problem, kann ich mal eben. Genau, wenn du so Leute hast wie den Bastion, der sich so aufstellt und ganz schnell schießen kann, ne? Da kannst du dich theoretisch vorstellen, wenn er dich abfeiert und die Flecken, dann killt er sich selber. Okay. Okay. Okay, also der irgendeiner ein Japaner aber hier ist. Oh, mit dem kann man auch Wände hochklettern. Ja. Er ist der mobilste Charakter im Spiel. Nur leider werden wir hier gerade voll weggefistet. Kein Problem. Das Gefühl, ich laufe hier die ganze Zeit durch die Map und hier ist niemand. Helfen. Okay, so viel dazu. Nehmen gerade den Punkt ein, ne? Nur mal so. Ich hab doch keine Ahnung davon. Kann ich nichts machen. Der Typ hier, ey. Chicken Arsch. Hallo. Konsolidiert unsere Verteidigung am Zielpunkt. Zielpunkt verloren. Jetzt müssen wir dir hier verteidigen. Ja. Der Bogenmann und den, die du gerade spielst, sind übrigens Brüder. Oh. Genau. Keine Chance, wirklich nicht. Die spielen irgendwie auch gut zusammen, kann das sein? Ja, ein bisschen besser. Wir, aber die haben auch andere Helden. Da können wir fast nichts gegen machen. Die haben auch keinen richtigen Heiler, beziehungsweise halt auch, glaube ich, die nicht. Was macht meine Kuh eigentlich? Hä? Da kriegst du so ein Drachenschwert, dann tust du Nahkampfangriff. Das ist eine Nahkampf-Ulti. Genau. Das tust du. Keine Chance. Würde der Reaper mir nicht gerade am Sack kleben haben, ne? So, verloren. Naja, wir haben eben ja aber auch gewonnen, also es ist okay. Ja, dann waren das die drei. War das eine Ulti?
Du Goddammit. Ja, ignoriere das. Ja, hier. Hier. Hätte ich da nach links geguckt, hätte ich ihn auch noch getötet. Aber habe ich nicht. Ja, ich reagiere auch manchmal nicht drauf. So, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.